Herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal der Kathi Weber Herzenssache. Ich selber bin Kathi Weber und wünsche dir jetzt viele Impulse mit dieser Podcast-Folge des Eltern-Podcast Nummer 1 Familie verstehen. Rauskommen aus der Verurteilung. Es geht nicht darum, dass wir hier mit der GfK mit Kathi irgendwas alles richtig machen und alle anderen alles falsch machen. Jeder Mensch versucht sich um sich zu kümmern. Du bist für deine Kinder zuständig, also sei du Schutzschild für dein Kind. Setz eine Grenze, ohne den Menschen dafür zu verurteilen. Hallo und herzlich willkommen zu Familie verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Elternpodcast Nummer 1 in Deutschland für Eltern mit Herz und Verstand und einer der 5 beliebtesten Wissenspodcasts in Deutschland. Und heute freue ich mich, Mama Marie wieder als Gästin in meinem Podcast zu haben. Zur Erinnerung, Marie ist 33 Jahre jung, ihre Tochter Frieda ist 4 Jahre alt und ihr Sohn Fritz ist 1 Jahr und 8 Monate alt. Für diese Podcast-Folge hat Mama Marie das Thema Trösten mitgebracht und insbesondere das Trösten ihrer Kinder durch andere Familien. Mitglieder. Die machen das nämlich zu Maries Missfallen ganz anders als sie. Und da gucken wir mal, wie Marie damit umgehen kann. Du willst mich in meiner Wirksamkeit unterstützen oder dich für meine kostenfreien Impulse hier im Podcast bedanken, dann schenk mir auf iTunes oder der Podcast-Plattform deines Vertrauens eine Rezension und empfehle Familie verstehen weiter, damit wir auch in Zukunft Elternpodcast Nummer 1 bleiben. In den Shownotes und auf meiner Webpage kannst du dir außerdem ganz fix einen Flyer für meinen Podcast runterladen und verteilen, zum Beispiel in Kitas, Schulen oder in deinem Kiez. Ich freue mich riesig über deine Unterstützung. Vielen Dank. Da ist sie wieder, die Mama Marie. Welcome, welcome. Hallo, hallo. Geht's? Und du hast heute einen Onkel mitgebracht. Erzähl, leg los. Wie kann ich helfen? Ja, und zwar habe ich den Onkel von Frieda und Fritz mitgebracht. Und war eine Situation bei uns zu Hause. Frieda ist hingefallen. Ja. Und hat ganz schön laut gekracht und der Onkel sagte dann, super, abgerollt, klasse, abgefangen, das tut doch gar nicht weh, kannst direkt wieder aufstehen, alles toll gemacht. Und ich dachte, also mich hat es direkt wieder gefangen. Ich war wie gesperrt und dachte so, bin dann natürlich gleich zu Frieda hin und habe gesagt, hast du dir irgendwie wehgetan oder so? Sie war so vollkommen, ja, überfordert und ich war überfordert damit, dass er die ganze Zeit versucht hat, sie abzulenken von dem, dass jetzt da was passiert ist und das hat mich innerlich tierisch aufgeregt, aber ich konnte auch nichts sagen. So, ne, dass man, also dass, wenn sich meine Kinder wehtun, ist das okay. Ja, und ich hatte ja oft das Problem, dass sie falls du dich an die eine Folge mit dem Lügen erinnern kannst, ne, dass sie dann auch gar nicht sagt, es war gar nichts oder keiner sie darauf ansprechen soll, ja. Mhm. Und genau deswegen möchte ich auch nicht, dass sowas übergangen wird. Da, ne? Und das, ich fühle mich da, ja, weil war früher bei mir halt ja. Genauso, ne? Ich habe mir wehgetan und dann, das ist doch gar nicht so schlimm. Und ich denke so, das darf ja das Kind entscheiden, ob das jetzt blöd ist oder ob es nicht blöd ist. Das muss ja mir muss ja nicht jemand irgendwie eine Meinung aufdrücken, das und dann auch noch sagen, toll, so ablenken, als wenn ich jetzt toll zu dir sage, dann, ja. Dann ist es nicht passiert. So, ja, das ist so ein bisschen. Jetzt eine Frage, ob das, ich versuche das mal, also ich bin total bei dir, Marie. Wir wollen ja trösten, statt beruhigen und wir wollen weg von diesem Ablenken, sondern wir wollen, dass Schmerz sein darf und dass Dinge passieren können, die Gefühle dürfen sein. Da sind wir uns einig. Ja. Du scheinst in der Situation so wie so ohnmächtig gewesen zu sein, wie so erstarrt. Also du konntest ja. Zu deiner Tochter hingehen, nur irgendwie mehr war dann auch kaum noch machbar. Ja. Irgendwie hast du dann noch versucht, irgendwie du hast dir gerade wehgetan, nur ach, dann war der Onkel noch dabei und dann sauer warst du auch. Wahrscheinlich war das die kleine Marie, die total sauer war, ja. Weil sie das von früher kennt. Keiner nimmt mich ernst, ja. Also mir tut das gerade weh und alle sagen, oh, puste, puste und da fliegt es und war doch gar nicht so schlimm und toll hast du das gemacht. Und wahrscheinlich hat die kleine Marie dann manchmal so gedacht, Manu,
doch, es tut weh. Und ja. Nein, ich wollte das so nicht und ich brauche jetzt Hilfe. Das ist das von früher. Dann kommt eine Überforderung, wie du jetzt mit der Situation umgehst. Sage ich dem Onkel was? Sage ich nichts? Lasse ich das so stehen? Was sage ich zu Frieda? Also so ein hin- und hergerissen, überfordert sein. Wie reagiere ich jetzt? Ja. Und dann haben wir eigentlich, wir haben die Überforderung, die ist hin- und hergerissen, ist deine, was kann ich tun? Die Wirksamkeit, wir haben dieses, ich habe schon gemerkt, so eine Form von Saurigkeit. Mano, ja, so nicht. Das ist von früher, geht es wahrscheinlich um eine Form von Empathie, dass deine Gefühle nicht sein durften früher, also dein Schmerz durfte nicht sein. Und was habe ich vorher gesagt? Was war das Erste, was ich gesagt habe? Das ist Saurigkeit, du hast das dir gesagt. Gefallen ist, dass ich Naja, auf jeden Fall sind das ja schon mal zwei Sachen. Und wie das so häufig der Fall ist, möchte ich auch hier wieder daran erinnern, wie wir in diese, mit welcher Haltung wir in diese Situation gehen. Hat der Onkel etwas falsch gemacht? Nee. Hat der Onkel versucht, sich um sich zu kümmern? Ja. Hat es wahrscheinlich so gemacht, wie er es gelernt hat, wie bei ihm mit solchen Situationen umgegangen wurden. Ja. Ist der Onkel deswegen ein schlechter Mensch? Nee, gar nicht. Nee. Hat der Onkel sein in dem Moment einzig Möglichstes getan? Ja. So. Also, erstmal raus aus der Verurteilung. Ja. Ja? Du entscheidest natürlich, wie mit deinem Kind umgegangen wird. Und wenn du dabei bist, wer ist zuständig für Frieda und Fritz? Ich. So. Das heißt, wer ist dafür zuständig, wenn du anwesend bist, Frieda, wenn sie gestürzt ist, zu begleiten? Ich. Also. Brauchen wir die Führung. Ja? Ja. Das heißt, in dieser Situation, dein Onkel ist ja anwesend. Es heißt jetzt ja auch nicht, weil du zuständig bist für dein Kind, dass dein Onkel nichts machen darf. Der versucht das ja. Und das ist der wollte helfen. Jetzt ist das nicht ganz die Art, wie du das möchtest. Deswegen brauchen wir ihn nur gar nicht zu verurteilen, sondern auch hier, wie beim letzten Mal, hier sind wir jetzt Schutzschild für das Kind. Beim letzten Mal hast du gelernt, Schutzschild für dich zu sein. Hier nimmst du jetzt quasi, du kennst ja so ein Schutzschild, ne, wie so eine Rüstung da, oder wie das heißt. Und der Onkel sagt das und in dem Moment kommst du bildlich und schiebst, ohne ihn zu verurteilen, machst du wie so einen Schutzmantel um deine Tochter rum oder hebst dieser Schild hoch, Schutzschild. Ja? Und sagst, stopp, ich kümmere mich. Oder danke bis hierhin, jetzt kümmere ich mich. Grenze setzen, ohne zu verurteilen. Übernimm hier die Führung. Du bist doch da. Ja. Und dann kannst du dich auf Frieda konzentrieren. Deine kleine Marie fangen wir jetzt gleich noch ab, damit sich auch um die gekümmert wird. Weil wenn du die kleine Marie in dem Moment aktiviert hast, kannst du ja gar nicht mehr die Mama Marie sein. Sondern das ist der Grund, warum du so erstarrt bist. Ja. Dieser innere Kindprozess. Ja. Die erwachsene Marie guckt auf die Situation, sagt stopp, ich möchte das anders, also danke bis hierhin, jetzt kümmere ich mich. Frieda, du bist gerade hingefallen, hast dir wehgetan, zeig mal wo, bist du voller Schmerz oder hast du dich erschrocken jetzt brauchst du Hilfe, ich bin da, das kennst du alles, das haben wir ja auch schon mehrfach angeschaut. Ich weiß ja nicht, wie das bei dir so ist, doch damit ich für mein Kind da sein und unter anderem sein Schutzschild in gewissen herausfordernden Situationen sein kann, ist es für mich essentiell, dass ich mich gut um mich kümmere. Und das mache ich vor allen Dingen, indem ich mich regelmäßig, nahrhaft und möglichst gesund ernähre. Da ich ja selbst nicht die größte Köchin bin und, wie du bestimmt auch weißt, neben Familie, Pony und Arbeit sowieso kaum Zeit übrig bleibt, habe ich jetzt was Neues, Geiles für mich entdeckt. Löwenanteil. Bei Löwenanteil bekomme ich leckere, proteinreiche und vor allem sättigende Fertiggerichte im Glas,
die sich in nur 3 Minuten entweder in der Mikrowelle oder im Topf erwärmen lassen. Die Rezepturen der aktuell 8 vorhandenen Gerichte, von denen 6 vegan und alle zu 100% Bio-Qualität sind, werden gemeinsam mit einem Bio-Spitzenkoch entwickelt. Ob Kichererbsen-Curry, Berglinsen-Eintopf, Sweet Chili, African Bowl, Chipotle Chili, Chili Vegano oder meine persönlichen Favoriten, der italienische Bohneneintopf und die Linsen à la Provence mit weißen Bohnen und saftigem Hokkaido-Kürbis. Für meine Bedürfnisse nach Leichtigkeit, Genuss und Gesundheit sind die Gerichte von Löwenanteil das ideale Mittagessen für mich. Gesund und lecker. Was ich auch noch sehr feiere, die Gerichte von Löwenanteil sind nicht nur bio und nachhaltig, sondern im Glas auch noch mindestens 1 Jahr ungekühlt haltbar. Du brauchst also keinen extra Platz im Kühlschrank. Und übrigens, ein Glas mit fast 600 Gramm reicht bei mir locker für 2 ausgewogene Mittagessen. Für mich deshalb die schnellere und vor allem gesündere Alternative zum Pizzaservice. Hast du auch Bock auf gesundes, vollwertiges Essen mit Bio-Zutaten, das in nur 3 Minuten zubereitet ist? Dann teste doch mal die leckeren Fertiggerichte von Löwenanteil und mit einem Rabattcode FAMILIE, Groß- oder Kleinschreibung ist egal, bekommst du sogar noch 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment unter www.löwenanteil.com. Oder du nutzt einfach den Direktlink in den Shownotes. Hier wird der 10% Rabattcode automatisch an der Kasse eingefügt und dann der Rabatt abgezogen. Den Rabattcode, den Direktlink und alle Infos findest du natürlich in den Shownotes. Guten Appetit! Ja, jetzt gehen wir zu der kleinen Marie einmal kurz, die da ist. Und ich spreche mal mit der kleinen Marie. Sage ich, Marie, wenn du früher hingefallen bist und dann zu dir jemand gesagt hat, das war gar nicht schlimm und steh wieder auf, das fandst du richtig doof. Ja. Ja? Fand ich doof. Hast du dich, doof, ja. Mhm. Hast du dich alleine gefühlt? Ja. Ja. Ich habe mir ja wirklich wehgetan gehabt. Ja, und du brauchst Hilfe. Ja. War keiner da, der dir geholfen hat? Hm. Nein, nicht direkt, ne? Ja. Nicht direkt. War ja erstmal, hat nicht wehgetan, ne? Nee, und es hat ja wehgetan. Na. Kannst du dich noch erinnern? Das hat manchmal echt ganz schön wehgetan, oder? Hm. Und dann durfte das nicht sein. Na. War blöd. Das war blöd, ne? Ja, es war richtig blöd. War richtig, richtig. Du wolltest auch mal, dass das jemand, ja, dass das mal sein, dass das so ist, dass du gesehen wirst, so wie es ist. Ja. Dass mein Schmerz gesehen wird. Siehst du, kleine Marie, ich bin jetzt da und ich sehe deinen Schmerz. Ja. Ich nehme dich mal in den Arm, darf ich das? Ja. Ja. Guck mal, du warst so voller Schmerz. Ich halte deinen Schmerz. Ja. Und ich komme wieder, kleine Marie. Ich komme wieder. Ich sehe dich. Ja. Ich könnte jetzt sagen, ich komme morgen wieder oder so. Du wirst gesehen, ja. Ist das gut? Ja. Ja. Na klar. Ist echt schön gesehen zu mit der kleinen, muss ich. Mit der kleinen Marie öfter mal machen. Du kannst ja auch aus, du hast ja den Kurs gemacht, die Empathiereise aus dem Kurs, die haben wir ja auch in dem Live-Q&A gemacht zusammen. Die könntest du genau mit so einer Situation nehmen. Du kannst auch die kleinere Empathiereise aus dem aus Wut macht Liebe nehmen. Ja. Die helfen dir dabei, sowas zu machen. Da leite ich das quasi an. Du kennst das ja, es geht ein bisschen tiefer dann. Das ist die kleine Marie. Die hat in der Situation nichts zu suchen. Das heißt, was du machst in solchen Situationen, wie mit dem Onkel, ganz kurz bei dir einzuchecken, erinnert dich an unser Gespräch und sagst, kleine Marie, ich sehe dich, ich kümmere dich, sobald ich mit Frieda hier fertig bin. Ich will, dass du im Hier und Jetzt bleibst. Ja. Damit du handlungsfähig bleibst. Damit ich dann... Und das, dieser kleine Moment ist wichtig. Ich weiß, das ist die kleine Marie. Ich sehe dich, ich kümmere mich, sobald ich hier fertig bin. Kümmern kannst du dich mit der Empathiereise aus dem Kurs oder aus Wut macht Liebe zum Beispiel. Oder andere Möglichkeiten. Nur die hat in dem Moment, übernimmst du die Führung als Erwachsene im Hier und Jetzt. Ja. Das ist das, was du machst. Dann wieder, immer wieder, Marie, haben wir das. In jeder, fast in jeder Podcast-Folge
rauskommen aus der Verurteilung. Es geht nicht darum, dass wir hier mit der GfK, mit Kati, irgendwann alles richtig machen und alle anderen alles falsch machen. Jeder Mensch versucht, sich um sich zu kümmern. Du bist für deine Kinder zuständig, also sei du Schutzschild für dein Kind, setz eine Grenze, ohne den Menschen dafür zu verurteilen. Du könntest natürlich im Nachhinein auch nochmal, wenn du Interesse hast, mit dem Onkel ins Gespräch gehen. Fandst du das komisch, wie ich da mit Frieda umgegangen bin? Wolltest du Frieda helfen? Das wäre jetzt nochmal eine andere Folge eigentlich, wie wir darüber sprechen können, wie wir jetzt da solche Gespräche führen. Ja? Wichtig ist ja nicht erstmal, wie du in der Situation handeln kannst. Ich schätze eure familiäre Situation so ein, dass ein Gespräch durchaus mal möglich wäre. Nur wenn er nicht möchte, muss er ja auch nicht. Es fängt nur alles damit an, dass du ihn nicht verurteilst. Ja, ja. Das ist das. Und dass du der kleinen Marie sagst, ich sehe dich und ich kümmere mich, sobald ich hier fertig bin. Dann bist du handlungsfähig. Vorher bist du in der Ohnmacht, in der Starre und läufst da rum so ein bisschen wie erstarrt und irgendwie kannst du nicht wirklich was sagen und auch nicht irgendwo handeln und Dieses Wegkommen von dem Verurteilen und rein in das Hier und Jetzt, ne? Das ist, glaube ich, das, was eine große Sache ist, ehrlich gesagt, finde ich. Ne? Ja, weil, das ist ja, da sind wir voll in innerer Kindarbeit, ne? Das kann ich jetzt hier in einer Podcast-Folge auffangen. Ich bin schon angemeldet. Du bist schon angemeldet, bin ich dabei. Das ist der innere Kind-Workshop für alle, die nicht den Kurs jemals geschenkt haben. Genau, da kommen wir da weiter mit. Ja. Ich würde dich jetzt gerne noch mal fragen, stell dir die Situation mal so vor. Ich beschreibe die dir jetzt. Frieda stößt sich, verletzt sich, der Onkel läuft hin, du siehst das und sagt, Mensch, toll, hast du dich abgerollt, super, ist ja gar nichts passiert. In dem Moment gehst du hin, ohne ihn zu verurteilen, sagst, danke, bis hierhin, ich übernehme. Du kümmerst dich um Frieda, wie wir das gelernt haben. Ja. Genau. Nimmst ihn in den Arm, voller Schmerz, Empathie. Bist voll bei ihr, sagst der inneren Marie, noch der kleinen Marie, ich habe dich gesehen, ich kümmere mich, sobald ich hier fertig bin, und hast den Fokus auf Frieda. So, und dann seid ihr mit der Situation fertig. Was glaubst du denn, wie dieser Onkel, über den wir jetzt hier gerade sprechen, wird der was sagen, wird der gucken, wäre irgendwas komisch? Also es ist ja mein Schwager, ich glaube... Das ist eine gute Frage. Ich glaube natürlich, dass ich Angst habe, jemanden vor den Kopf zu stoßen, indem ich die Grenze setze. Aber das, glaube ich, wäre gar nicht das Problem. Er würde, glaube ich, nichts sagen. Für den wäre das vollkommen in Ordnung, dass ich mich jetzt um mein Kind kümmere. Bin ich mir sehr sicher, weil er super offen so ist an sich, ja? Wir machen mal Folgendes, Marie. Du bist jetzt der Onkel und ich setze dir jetzt zweimal eine Grenze und du erzählst uns, wie es dir damit gegangen ist. Frieda verletzt sich, du rennst hin, sag mal, was du sagst als Onkel. Oh Frieda, super, hast dich abgefangen, kannst ja direkt wieder aufstehen, oder? Du, danke bis hierhin, ich übernehme jetzt. Frieda, komm mal auf meinen Arm, du hast dich verletzt. Das war die eine Grenze. Jetzt kommt die nächste Grenze, sag nochmal, Frieda verletzt sich. Oh Frieda, steh mal wieder auf, hast dich gut abgefangen, gar nichts passiert, oder? Oh, warte mal, also so geht das nicht, so reden wir hier nicht miteinander. Kannst du das mal lassen? Ich mach das jetzt mit Frieda. So geht das nicht. Frieda. Ja, da ist es. Ja, okay, Kati, ich hab's. Es gibt natürlich unterschiedliche Formen. Natürlich kann ich die Grenze mit einem Danke, habe ich überhaupt gar kein, also dieses Danke, ich übernehme das jetzt, habe ich mich überhaupt nicht komisch gefühlt. Das zweite war natürlich, da habe ich mich natürlich direkt verurteilt gefühlt. Oder dass da jetzt irgendwas blöd war, was ich gemacht habe. Ne? Die Haltung macht die Musik, Marie. Ja. Am Ende können wir nie wissen, wie das, was wir sagen, was wir machen, bei anderen auslöst. Doch wir können natürlich bestmöglich versuchen, es so zu machen, dass so wenig Angriffsfläche wie möglich da ist. Das schaffen wir nur, wenn wir diesen Menschen auch wirklich dafür nicht verurteilen. Ja. Ich kann auch sagen, danke bis hierhin, jetzt übernehme ich mal. Ist ein anderes als du, danke bis hierhin, jetzt übernehme ich. Ja,
Unterschiedlich. Klar, und das schaffst du nur, wenn du wirklich drinnen immer wieder dir durchkaust. Jeder Mensch macht das aktuell sich einzig möglich. Es geht nicht darum, was richtig und was falsch ist. Nur ich kann mein richtig entscheiden. Nur das ist meins. Ja. Da hat niemand anders sich dran zu halten. Und wenn das um meine Kinder geht, dann bin ich, solange ich da bin, zuständig. Wenn mir das jetzt meine Tochter, also wenn Frieda dir das im Nachhinein erzählen würde, du warst gar nicht anwesend, dann kannst du in dem Moment nicht ihr Schutzschild sein. Dann würdest du ihr das an, würdest du dir das anhören, würdest ihr Empathie schenken, dass das blöd für sie war, würdest sagen, ich hole das nochmal nach, zeig mir das so. Nur auch hier verurteilen wir den Onkel nicht. Ja. Wir können ja nicht immer dabei sein. Nur es ist auch nicht schlimm, wenn Kinder etwas erleben, anders als wir das zu Hause machen. Die Frage ist nur, trauen sie sich es uns zu erzählen? Das tun sie im besten Fall, wenn sie sich sicher und geborgen fühlen. Und wie gehen wir dann damit um? Fangen wir dann an, den Onkel zu verurteilen? Kann es sein, dass sie es uns das nächste Mal nicht erzählen, weil sie ja irgendwie möchten, dass es allen gut geht und der Onkel ist ja auch irgendwie ein ganz netter Onkel und na, dann ist Mama wieder so sauer, dann erzähle ich es lieber nicht, zum Beispiel. Na, abgeholt. Mama Marie, wir machen es wie immer abschließend einmal von dir eine Zusammenfassung. Was ist jetzt gerade bei dir hängen geblieben? Raus aus der Bewertung, Verurteilung. Jeder macht, sein Bestmögliches. Und ja, also dieses Raus aus der Bewertung ist dieses große Thema, glaube ich. Und ich kann auch eine Grenze setzen, ohne dass ich setze eine Grenze bestmöglich und wenn ich raus aus der Bewertung bin, kann ich die Grenze natürlich auch ganz anders setzen und dann kommt die einfach nur klar an und da ist, fühlt sich dann, wie die Gefühle dann sind, ist eine andere Sache, aber ich gehe davon aus, dass sich da keiner dann angegriffen fühlen wird und wenn, dann ja, und ist es wenn, so, aber, Marie, kannst du das ja bedauern. Du könntest auch in dem Moment die Grenze setzen mit, warte, ich übernehme jetzt, so nicht, weil es in dem Moment dein einzig mögliches ist, zu reagieren. Ja. Dann kannst du das nachher bedauern, wie du mit ihm gesprochen hast. Na, klar. Das ist auch möglich. Ja, es geht auch nicht darum, dass du alles richtig machst. Nee. Und was mir wichtig wäre, was du mitnimmst, ist dieses im Hier und Jetzt sein, dass du erkennst, dass die kleine Marie da ein Thema mit hat. Um das kümmerst du dich. Ich habe dir gesagt, was du machen kannst jetzt in nächster Zeit. Und dass du, weil sonst bist du nicht handlungsfähig, weil dein Nervensystem reagiert und im Überlebensmodus ist. Da kannst du, also dann erwartest du zu viel von dir. Wie soll das gehen? Ne? Ja, auf jeden Fall die Empathiereise. Also ich werde mich da nochmal ranmachen. Innere Kindarbeit und bin ja, wie gesagt, vollkommen motiviert. Wir sehen uns im Workshop. Ich freue mich da richtig drauf. Genau. Marie, dann danke ich dir auch für diese Folge und würde sagen, bis zur übernächsten. Bis zur übernächsten, ja. Bis bald. Tschüss. Und das war er, mein Mama-Talk mit Mama Marie. Und das Ergebnis war wieder ganz anders, als Mama Marie sich das gedacht hätte. Es ging gar nicht wirklich ums Trösten, es ging ums Schutzschild. Ich hoffe, dass du dir aus unserem Austausch auch einige Impulse für dich und deinen Familienalltag mitnehmen konntest.